Ja, dann fahre ich jetzt auf Streife. Nee. Wie nee? So, ja. Der Herr Demon, der, mein Bruder, Rudi Demon wird sich ganz kurz umsehen, der wird sie gleich eintragen. Dann können Sie gerne mit einer Streife mitfahren. Der Mann, was schreibst du da eigentlich? Schreibst du ein Buch über mich? Du sollst ja nur meinen Namen da aufschreiben, bitte. Jani, seit einer halben Stunde, du tippst da auf deinem iPad rum. Was machst du? Bist du Clash of Clans im Spiel? Bitte. Komplizierter. Abfahrt jetzt, weg mit euch. Ich hab Abfahrt. Genau. Wie lange bist du denn heute hier? Wach. Ich bin jetzt noch da eine Stunde im Dienst. Danach muss ich oben die Ordner einräumen. Und dann muss ich schon weiter, im Eclipse Tower habe ich auch noch heute den Auftrag. Da muss ich noch zwei Wohnungen sauber machen. Also ich bin Rudolf, vielleicht morgen wieder da. Aber jetzt bin ich noch nicht... Okay, Löwe. Ich bin auf jeden Fall jetzt eine Stunde da. Also nicht mal mehr eigentlich. Eine halbe. Ja, dann gehen wir besser auf Streife. Gut, dann machen wir das jetzt, ja? Also die Stahlkappenschuhe, die gehen die so wirklich? Das... Nee. Müssen sich wirklich noch. Ich kann mich leider nicht hier umziehen, das heißt, wir müssen erst. Rudolf, du brauchst unbedingt noch einen Streifenpartner, du kannst nicht nur mit. Ja, komm doch. Ich gehe. Ich hoffe, glaube ich, die zwei größten Trolls hier erwischte vom PD. Hallo. Hier wird in Schrittgeschwindigkeit gefahren, alles klar? Und nicht mit 20 km/h hier reingeballert. Wir brauchen schnell Ihre Hilfe. Da vorne im Würfelpark stehen welche, die haben eine Pistole gezogen. Ja, ich hoffe, die nehmen dich richtig ran heute, du Ekelhafter, du. Wunderbar, ich hoffe, die nehmen dich durch. Frag dich mal eine Streife zu nennen. Okay, wir sind zwei. Wir warten zuerst, bis da bestätigt. Ich dachte immer, bei Praktikanten muss man Ausbilder mitfahren. Nee, das wurde doch geändert vorgestern. Müssen immer nur zwei Reifen eigentlich, zwei legen. Aber bei einem Panic oder bei einem Raub dürfen wir eigentlich nicht. Und wie sieht's aus? Wie lange sind man Sie schon im Dienst? Man kann den Praktikanten im Auto einsperren, im Worst Case. Wie lang sind Sie im Dienst schon? Wie lange? Ich! Ja. Wie meinst du, heute oder ja, eigentlich? Generell. Heute, ich glaube, seit 14 Uhr. Seit 14 Uhr? Ja. Oha, okay. Gestern war ich von, ich glaube, 11 Uhr bis 4 Uhr morgens. Von 11 Uhr bis 4 Uhr morgens? Ja. Also nicht 23 Uhr, sondern 11 Uhr. Wow. Bist du verrückt? Du willst ja nur ein fettes Weihnachtsgeld vom Chef kommen. Ja, ganz genau. Wo ist denn das Casino? Döner, lecker. Ist hier das Casino? Ja. Ja, dann lass ich. Fahr mal rein. Wir dürfen da nicht rein. Wir dürfen nicht rein? Warum denn nicht? Ja, Dienstvorschrift. Hä? Wir dürfen nur hier checken, sonst weiter rein nicht. Ich würde aber jetzt gerne mal eine Runde spielen. Dann müsstest du halt ihr Praktikum beenden. Warum bist denn du denn nicht so giftig zu mir? Was hab ich dir jetzt getan, dass du jetzt so mit mir reden musst? Nein, ich meine nur. Was soll das denn? Ja, ich bin hier auch nur ein guter Mensch. Ich will hier was Gutes machen, vorbringen, ja? Was machst du? Ja, wenn der Raub bestätigt ist, können wir sie ja im Casino absetzen und wir holen sie nach dem Raub wieder ab. Wo ist denn der Raub? Paleto, glaube ich. Ja, dann fährt doch da hoch und lässt mich 100 Meter davor ab. Wir lassen es dann einfach so aussehen, als wäre ich ausgestiegen hier und bin hinterhergefahren. Raub ist bestätigt. Oh, Kollege, was machen wir jetzt? Ich halte euch gerade richtig auf, ne? Aber ja, ich sag euch ehrlich, ihr habt halt keine Eier, so. Was soll ich euch sagen? Fahr doch dahin einfach. Ich steig doch aus vorher, das sieht doch keiner. Ja, willst du da einlaufen, oder was? Dann fahr mich zum Casino, komm. Super, da hat man einmal ein Praktikum, ne? Da habe ich jetzt vier Wochen gewartet, vielleicht, damit ich einmal dieses Praktikum machen kann, dann werde ich ausgeschlossen. Oder Scheiße ist das. Eine Nummer und ich ruf dich an, wenn wir fertig sind. Komm hier hin, ich bin hier. Wenn ich nicht mehr hier bin, dann habe ich mich hingelegt. Super! Kein Problem, ne? Schön, viel Erfolg. Danke. Viel Erfolg dir auch im Casino. Jo. Darf ich rein? Guten Abend. Einmal bitte raus, ja? Einen Moment erstmal. Deine Herren, Sie kommen raus. Hallo, hier. Wer braucht Essen? So, erstmal, Salam alaikum. Salam, Bruder. Weswegen sind Sie hier, Herr Officer? Ich muss jetzt hier rein. Hier ist jetzt gerade, ich muss da jetzt was kontrollieren. Hinten gab es anscheinend eine Auseinandersetzung und eine Schlägerei. Okay? Nein, sowas gibt es nicht. Unterstützung ist auf dem Weg. Diamond Casino und Lesort. Nein. Sie können Menschen draußen warten und uns fragen über den Sachdings, ja? Bitteschön. Dankeschön. Bitte? Aber auf den Kabelbinder? Ist nichts vorgefallen. Warek, was redest du? Hier hinten ist eine Schlägerei passiert. Wie ist nichts vorgefallen? Wo ist hier eine Schlägerei? Hinten. Sind höchstens okay, ich geh mit Ihnen. Schlägerei. Ui, Filme. Seht ihr das nicht? Wo sind Sie denn? Der lässt, ihr könnt wieder raus. Da, Dings, Jimmy und ich machen schon. So. Graffi 4 Code 6.
Ja, bin vor Ort. Mit wem haben Sie jetzt gesprochen? Ich hab gefunkt. Gut, bekommen das offen. Hier hinten, ja, bei ja. Hier sollte das sein. Warte, alles gut, wir machen das. Bei den High Limit Tisch. Alles gut, wir werden jetzt sehen. Kommen Sie mal mit. Hier war die Schlägerei, ich zeige Ihnen, wo die Schlägerei waren. Kommen Sie mit, folgen Sie dem Herrn bitte. Guck mal, du weißt selber nicht mehr, welche Tür geht auf und welche nicht, weißt du? Hier rein. Komm mal. So, Jungs, mach mal da die Tür zu. Was für eine Tür zu? Sie bleiben hier. Jo. Hallo, ich spende dich mal, hallo, bitte. Hallo, Sie kommen erstmal hier hin, okay? Und Sie zeigen mal Ihren Ausweis, Ihren Dienstausweis. Ach so, mein Dienstausweis. Der liegt da. Ja, wo? Ja, warten. Ey, bleib stehen! Almin, dann du hast selbst. Bleib stehen! 75.000! Stehen bleiben! Der Mann, ja, okay, entspannt euch, bitte! Hallo, entspannt euch, Jungs, bitte! Ich mach Praktikum bei Polizei, ich wurde rausgeworfen, bitte! Ich will nur ein bisschen hier Schwesterpaar, ein bisschen spielen, ich küsse euch jetzt, bitte! Zeig mir nur hier aus deiner Tasche schwarz auf weiß dein Praktikumsnachweis. Ja, was redest du da? Denkst du, ich hab 3 Ordner dabei oder was? Soll ich dir noch meine Geburtsurkunde zeigen? Was willst du von mir? Was redest du? Isko, ich würde sagen, du legst den Herrn jetzt erstmal Kabelbinder an und wir nehmen den mit. Hallo, keine Kabelbinder, bitte. Nein, alles gut. Ich will nur seinen Nachweis sehen, dass er Praktikum hat. Ich glaube, da hinten war's. Warte mal. Nein, bitte. Ich lege dir keine Kabelbinder an, Mann. Du hast da hinten aber ein Stück Blatt, warte. Ah, da. Ich habe wirklich Praktikum. Hier steht doch. Ja, da steht Kannst doch. Kennst du Frank in den Enden? Der hat mich mitgenommen. Ja, yeah, das ist der. Ja, okay. Yeah. Okay, dann ich wünsche Ihnen viel Spaß im Diamond Casino und Les Halles. Oh, vielen Dank. Wow. Also. Und wenn was ist, wir melden uns bei Ihnen. Ja, Herr Praktikant? Ja, ich bin trotzdem noch nicht, also ich habe Praktikum gemacht, die haben mich nur hier abgelassen, weil ich darf nicht zu einem Überfall. Okay, kein Problem. Dann bitte sorgen Sie hier auch für Recht und Ordnung, ja? Das ist ein bisschen para ich bin Parajok, ja. Mit ein bisschen Geld. Du willst mich hier verarschen. Du hast ein Casino. Der Laden läuft. Die sind 500 Leute. Und du willst mir sagen, du hast keine Geld? Was bist du für ein Geld? Gönn doch. 50 Euro wären okay gewesen. Ja, Eri, hast du verstanden? 50 Euro okay. Ist Makala, willst du mir erzählen? Mein Boss ist der größte Diktator, ja, Salami. Wie ist denn dein Boss? Wer denn? Wo ist mein Boss? Das ist Marcel Heeres. Wie Marcel Heeres? Und Big Sosa, das sind meine Boss. Das ist, warte mal, Susi ist dein Boss, den gehört das hier. Ja, wir haben momentan das Casino übernommen. Wie habt ihr das Casino übernommen? Ja, wir haben das Casino übernommen, wir übernehmen heute das Management des Casinos. Was ist das denn jetzt hier? So, er ist. Hol mal, hol den mal hier hin, der soll mir mal ein paar Chips geben. Und Cola? Nein, Chips zum Spielen, nicht zum Essen. Was denkst du an Essen die ganze Zeit? Ich hab Hunger, Mann. Entschuldigen Sie. Hör zu, Sosa ist nach vorne beschäftigt am Blacktisch-Tisch. Wer sind Sie denn, ich frage? Ich bin der Herr Officer Ulrike. Wir hatten jetzt hier eben einen Einsatz. Ja, ja. Und deshalb bin ich jetzt hier, um den Sachverhalt zu klären. Alles klar? Wir machen das alles ganz ruhig. Wir haben Sie gerufen, richtig. Ich würde Sie bitten, einmal ins Büro zu begleiten. Alles klar. Ja. So. Ich hätte... Wollen Sie ihn doch. Hallo, einmal begleiten, bitte. Was ist denn, was ist? Ich hab wieder auf einmal begleiten, bitte. Einmal begleiten. Murak, wer bist du denn, Murak? Was ist das? Schwarzes Herz. So, dann einmal bitte. Hallo, einmal begleiten, bitte. Ich bin Sicherheitself heute hier. Sicherheitsmann, Bruder, er ist Sicherheitsmann. Kein Wunder, dass hier der Laden Bruch geht. So. Jetzt sind wir im Büro, sind ungestört. So, Salam alaikum, erstmal. Alaikum salam. So, pass mal auf. Ja. Ich habe ein Dings Praktikum gemacht. Chito, kannst du dich ein bisschen auf die Seite stellen? Ich sehe den netten Herrn nicht. Wunderbar. Jetzt, bitteschön. Ja, und dann, die haben gesagt, die wollen nicht, ne? Die haben gesagt, hier, ich kann dich nicht mitnehmen, lass dich. Ich habe gesagt, okay, lass mich ein Casino raus. Und vorher gab es anscheinend im Casino auch einen Dings hier. Ne? So eine, wie nennt man das nochmal? Eine F9-Code. Das heißt, hier gab es eine Schlägerei. Und deshalb wollte ich mich drum kümmern. Aber anscheinend ist das alles ein Missverständnis, ja? Ah, okay. Ja, dürfte ich Sie mal was fragen? Wer hat Sie denn reingelassen? Dings hier. Da vorne an der Tür, die Dummen.
Chito, Security. Ich würde mal bitten, nachzufragen, wer diesen netten Herrn denn reingelassen hat, ja? Oder was machst du denn jetzt hier für Filme, als darf ich nicht in dein Laden? Wer was ist das denn hier? So, was machst du denn hier, Moritz? Das ist immer noch ein Casino, Digga. Ey, warte mal. Willst du mich verarschen? Wie entspannt das? Da sieht man sich also wieder, hä, du kleiner Pisser. Was machst du hier? Was macht denn jetzt hier auf sie? Was machst du mir jetzt auf seriösen Casino-Besitzer? Willst du mich verarschen oder was? Okay. Ja, bitteschön. Isco hat ihn reingelassen. Isco hat ihn reingelassen. Ja, genau der. Anscheinend, ist das... weil er Praktikant für Recht und Ordnung sein soll. Genau, ich wollte hier nur für Recht. Okay, ich wollte dein Laden helfen. Zu Isco einmal bitte hoch, ja? Isco, komm hoch ins Büro. Ich guck mal, ich wollte nur deinen Laden helfen, weil ich hab gehört, dein Laden ist Bruch. Weißt du, verstehst du? Der ist geht kaputt. Ich wollte nur helfen. Und Polizist, willst du meinen Laden dann reparieren? Welcher Hurensohn schreit denn da die ganze Zeit so rum und dann ist wieder geklatscht werden? Kannst du mir das erklären, bitte? Es hat beleidigt deine Eltern. Wie ist das dein Vater oder was der da so schreit? Sagt dem Kind, der soll mal ruhig sein. Aua, okay, entspann dich mal. Sag dir mal, der soll ruhig sein. Was schreit denn da so rum? Ey, Lingling, kümmerst du dich mal drum, dass die da unten die Fresse halten, okay. Cracky, halt deine beschissene Fresse, du bevor ich da unten komme und deine Arschersohle, du Okay, ich glaub, hat sich schon erledigt. Das ist ja super, ne? So redest du also mit deinen Eltern. So, ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Wir warten mal ganz kurz auf Isco, ja? Darf ich kurz, also entspannen? Nein, wollen nein. Hol mir einfach einen Chai und dann ist gut. Hol mir einen Tee. Hol den netten Herrn doch mal was zu trinken. Ey, Lingling. Was ist das? Was ist das hier? Wo ist die Gastfreundschaft? Ey, ist das? Das merkt man nicht. Das ist sehr unfreundlich von dir, ja? Okay, ich habe verstanden. Er hat gesagt, Blödel, bitte. Ach so, nee, holst du ihm mal bitte den netten Herrn einen Chai. Hol mal Chai jetzt bitte. Boah, ich geh aus dem Funk, Alter. Das ist ja bodenlos. Ja, ja, ich auch. Und jetzt, was ist denn das Problem? Ich wollte wirklich nur ein bisschen spielen. Entspannen Sie sich, der Herr. Das wird sich alles klären, ja? Denn ich habe vergessen, dass wir ein. Wir sind ein sehr seriöses Casino und entschuldigen Sie mich, wenn Sie so reinkommen. Es ist ja selbstverständlich, dass wir das nachgehen, ja? Wieso reinkommen? Wie sehe ich denn aus? Also, Bruder, du schaust mir aus, als würdest du gerade von der Baustelle kommen, oder? Das ist ein Casino. Ja, wo ist das Problem? Ja, ich arbeite wie ein normaler Mensch und ich komme jetzt hier, ich will ein bisschen spielen. Das machen wir außerhalb der Öffnungszeiten, die Baustellen arbeiten. Das wäre wahrscheinlich nicht so. So, bitte schön. Jo. Danke dir. Grüß dein Herz. Kannst du mir noch bitte Dings hier holen, bitte? Sonnenblumen, checke dich, bitte. Ja? Lingling, bitte reiß dich einmal zusammen und hol ihn dem Mann deine Sonnenblumenkerne. Ja? Dankeschön. Und Lebkuchen, ne? Die gibt's ja jetzt inzwischen wieder. Ja, ja, genau, richtig. So. Es gab keine Sonnenblumenkerne, es gab nur Burger. Hier, bitte eine Burger für dich. Was für Burger, Moro? Hallo, hallo. Burger, keine Kellner, mein blöder Wichs, keine Kellner. Dann hol Sonnenblumen, dann geh, hol eine Sonnenblume, mach selber. Gibt's keine Hehl, gibt's keine Sonnenblume. Okay, Lichlin, danke dir. Danke, Durst. Bitte schön, will Freunde? Die haben vorhin jemanden schlafen gelegt, irgendwie. Wo das gibt's denn ein Problem hier, oder? Ja. Gelegt habt. Der hat aber nur geschauspielert. Tschüss, Eschkim, wie geht's dir? Entschuldigen Sie, reißen Sie sich mal bitte zusammen und setzen Sie in den Platz, ja? Das ist von ihr, aber pst. Bitte? Ey. Ist das Ihr Ernst? Olaf, Sie können gerne Platz nehmen, ja? Da ist die Couch. Ich bitte Sie, nehmen Sie ruhig Platz und schauen Sie gerne zu, ja? Bedienen Sie sich ruhig, da ist die Theke. Sie können sich auch gerne, Getränke jeder Art, ne? Genau. Lingling wird Ihnen da bestimmt bleiben. Lingling, Natürlich. Genau, dankeschön. Wurden Sie auch hier einfach hochgeholt, obwohl Sie nur spielen wollen, ja? Eine Kappe? Und die Röserladen hier. Oder bah. Du, was ist denn jetzt hier? Was mache ich denn jetzt hier? Achso, Platz. Ja, ja. Sie meinen. Wie setze ich hin? Hinsetzen auf den Stuhl. Jetzt. Arme lang. Oder mein Arsch tut wie heute. Kann ich. Achso, was? Sitze. Ich hab echt Krämpf. Ey, aua. Weißt du, das tut weh. Sitzet und dann auf dem Stuhl. Ja, Mann, okay. Zum Einschlafen. Auf dem Stuhl. Sitzen Sie denn? Okay, einmal recht doch, der Mann. Ich hab doch Verständnis. Ich bitte einmal um Ruhe jetzt. Ich bitte einmal um Ruhe. Isco, hörst du mich? Ja. Ja, dieser nette Herr meinte, Sie hätten ihn reingelassen. Ja, hab ich auch. Ja, Isco, wieso hast du den Mann denn... Christian, jetzt, Habibi, dass du mich reingelassen hast. Du bist die Beste. Lass dir nichts sagen von den Leuten hier. Die denken, weil der mir ein bisschen... Er hat mir einen Nachweis gezeigt, dass er Praktikant bei der Polizei ist. Wo ist der Nachweis? Zeig mir mal den Nachweis. Hier.
Ja, ja, zeig mal. Da, schau. Hier, da steht doch. Zeig mal, ja. Mhm. Isko, willst du mich verarschen, Digga? Was denn? Ist voll drauf. Wieso willst du mich verarschen? Das sind keine offiziellen Tiere. Da steht, ich bin Praktikant bei Polizei. Oh, und guck mal, was ihr für Esel an der Tür habt. Ich hab keine Klamotten, die du brauchst. Guck mal, was du für Esel an der Tür hast. Raus, bitte! Raus auf mein Büro! So. Der Arme, der wurde auseinandergenommen, bitte! Okay, der nette Herr, ich bitte einmal das Casino zu verlassen. Und, nein, ich bleib hier. Wird es leider handwerken, ja? Ich bleib hier! Was verstehst du nicht, Stefan? Ich bleibe hier. Wenn ich spiele, dann spiele ich jetzt hier gleich. Verstehst du das? Ja, ich habe Eintritt bezahlt. Der hat von mir 2000 Dollar genommen. Ja. Wofür? Chito, kannst du einmal bitte. Pass mal auf, Chito. Ich habe keinen Bock auf Chips jetzt. Lass mich einfach in Ruhe. Alles klar? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Halt deine Fresse, du Kalbi. Redest du mit mir? Wer bist du denn? Sag mal. Du Zehnagel. Wer bist du denn? Pack die Waffe weg, oder was machst du mir? Bist du Löwe geworden jetzt hier mit deiner Waffe, oder was? Hallo, Chito. Wunderbar. Hol den Zeiger, Digga. Ich lass mir noch nicht von so einem Typen was alles erzählen. Geh mal raus, bitte. Wer redet Chito mit dir? Keiner hat mit dir geredet in den letzten 10 Minuten. Wer redet denn mit dir? Hol mal einen Chai, Ule. Bitte, hol mal einen Tee. Hol mal einen Tee. Geh mal raus. Weißt du, was das größte Problem ist? Was denn? Dass die Person, die mich provozieren kann, yeah, noch nicht geboren ist. Also, mein Lieber. Okay, krass. Hast Bücher geschrieben. Sei mal ruhig. Hol mal einen Chai, bitte. Hab ich noch schon so, eben. Chito. Du mach dir mal einen hier auf Dings hier. Ein ich brauch den Sägen. Lingling, geh und hol mal den Sägen. Ja, hol den mal. Guten Abend. Jo. Hallo. Ich hab eine große Frage für dich. So, ich hab eine kleine Idee. Ja. Ich würde sagen, Ayo war Putzkraft bei der Polizei. Er ist Putzkraft jetzt hier. So sieht er aus, auf jeden Fall. Stark. Du machst jetzt hier alles sauber im Büro, okay? Wie, ich mach sauber? Du machst sauber. Jetzt? Ja, du warst doch Putzkraft. Ja, guck mal, von jedem hätte ich erwartet jetzt, das kommt eine ekelhafte Move, aber nicht von dir. Warum du, Alec, ekelhaft. Warum von mir? Das ist ekelhaft. Faust auf Auge, sag ich dir, so wie es ist, Digga. Keine Ahnung. Mach mal sauber jetzt. Guck mal, da sind überall Fussel. Guck mal. Überall. Kennst du dich denn mit Mopstangen aus, Digga? Weißt du, wie man die. Wenn du willst, ich nehm gleich meine Stange und dann ich zeig dir, wie die funktioniert mit dir zusammen. Hast du verstanden? Ich bitte Sie, der Herr, ja? Gehen Sie einfach Ihren Anweisungen nach und dementsprechend würden wir Sie auch. Aber die Handschuhe bezahlen, auch noch desinfiziert. Ja? Ist gar kein Problem. Sie sind jetzt offiziell eingestellt, ja? Was halten Sie denn davon? Wie viel möchten Sie denn? 20.000 Euro in eine Stunde, bitte. Okay, das ist ein Deal. Nehme ich an, 20.000 die Stunde. 20.000 in einer Stunde? Deswegen, ja, bezahle ich. Das ist ein Typ, Alter. Naja, ich würde mal. Sosa, du hast Wende, weniger die Wende, Zeit verloren. Hier kannst du mal anfangen, Digga. Hier, diesen Fernsehen kannst du mal ein bisschen schwischen, ja? Ja, diesen Fernsehen! Jalla, zeig mal. Marcel, jetzt oder was? Mal ganz kurz. Ja, bitteschön, Chito. Ja, jetzt. Komm mal mit. Okay, aber eine Sekunde, ganz kurz. Ich bin gleich bei dir. Macht ihr immer Fernsehen, Jackson am Feierabend? Oder warum sind da so viele Spritzer an dem Screen? Kannst du mir das erklären, bitte? Ja, das Ding ist, ich habe mir gestern ein schönes Video angeschaut. Es ging um die ein oder andere Schwester. Ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen. Der hat auf deine Schwester gejackst. Was ein Ekelhafter. Bitte ich dich einmal im Fernsehen schön zu reinigen, ja? Ich muss mal hier ganz kurz. Oder kannst du meine Schuhe sauber machen? Warte ganz kurz. Der Schwamm ist trocken. Ja. Warte, ich mach kurz ein bisschen Chara aus deinem Gesicht. Du hast ein bisschen Scheiße. So. Gut, viel Unterschied sehe ich jetzt nicht, aber. Jetzt meine Schuhe, du Fisse. Warum? Okay. Jetzt. Hallo. Okay. Was sind das denn für Schuhe? Bäh, verpiss dich mal, was redest du denn da? Wie, was rede ich? Was sind das für Schuhe? Das sind meine ganz normalen Jordan-Schuhe. Was ist das? Wie, was das? Das sind keine Jordan. Die sind aus Türkei, da steht Borden. Ja. Was bist du denn für ein Hobbit? Was war das denn für Schuhe? Ich dachte kurz, du machst hier gleich alles kaputt. Bleib mal stehen, bleib mal locker. Bitte. Was sind das für Hobbitfüße? Ich bitte dich. Ja, die sind groß. Was ist das für eine Schuhgröße? Was willst du Kanisterkopf mir erzählen, Alter? Du bist hier zum Saubermachen. Du erzählst mir Kanisterkopf. Du siehst aus, als hätte ein Praktikant deine Haare geschnitten. Was ist das für ein Übergang, Mutter? Was ist das was denn? Was willst du mir erzählen? Du bist ein Praktikant. Sosa, komm doch einmal hier. Guck mal. Komm doch einmal. Dings hier mit Topf. Mit Kochtopf. Damit hat meine Mutter gestern noch Reis gekocht. Danach die haben die. Oh, okay, Entschuldigung. Alles gut.